kommt zusammen zum LS19 Baustellenprojekt. In dieser und den nächsten Folgen werden wir uns hier im LS19 um Baustellen kümmern, denn der ein oder andere von euch wird es noch wissen, im LS17 habe ich bereits damit angefangen und seitdem gibt es immer wieder Fragen, wann geht's denn endlich weiter? Heute geht's endlich weiter, denn mittlerweile sind viele, viele coole Mods rausgekommen und auch eine passende Karte und auf der spielen wir heute. Und ihr seht, wir sind im Moment hier auf dem Betriebshof, hier starten wir heute und hier stehen eine ganze Menge unterschiedlicher Baustellenschilder, hier vorne noch Absperrmaterial, da vorne auch noch ein paar Warnbarken und Baustellenschilder. Das heißt, wir sind hier perfekt ausgerüstet und ich habe kurz vor der Folge auch schon ein paar Baustellenschilder und Warnmarkierungen platziert. Wir können den Wagen nochmal schnell hier ausräumen, um die restlichen Baustellenschilder hier runterzuräumen, die noch übrig geblieben sind. So, und damit ist der Wagen jetzt auch wieder leer und wir können jetzt gleich zur Baustelle starten. Was wir da gleich machen werden, das sehen wir jetzt gleich noch. Ich würde sagen, wir setzen uns mal hier in den Bagger. Das ist ein Mobilbagger, der es uns ermöglicht, damit auch auf der Straße gut und sicher unterwegs zu sein. Und warum wir den nehmen sollten und nicht hier den Radlader, das werden wir gleich auch sehen. Ich würde sagen, wir machen mal die Rundumleuchte an, denn wir sind ja jetzt gleich auf der Straße unterwegs. Und es ist ein wirklich schickes Liebherr-Modell. Jetzt müssen wir vermutlich hier das noch mal ein bisschen runterfahren. Okay, ich denke, so soll das gehen. So kommen wir gut hier unter diesem Betonobjekt durch. Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal hier raus. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil, wie ihr seht, man lenkt hier erstens mit der hinteren Achse. Das heißt, das ist ein bisschen ungewohnt. Da muss man ein bisschen sich dran gewöhnen erst. Und dann müssen wir natürlich auch aufpassen mit dem Ausleger. Man stößt da gerne mal an andere Autos, aber hier kommt gerade nichts. Das nutzen wir und fahren dann direkt mal raus. So, okay. Aber ich finde es fast einfacher, das Ganze aus der Außenperspektive zu fahren, weil man sitzt hier so weit rechts, ihr seht es, links. Man kann nicht, also ich glaube, da braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Man kann es schlecht einschätzen, wie man hier tatsächlich gerade unterwegs ist. So, aber wir sehen, dass... war schon die richtige Position, wie ich gerade gefahren bin. Wir fahren mal hier um die Kurve. Wie immer gilt, wenn ihr es selbst spielen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch alle Mods auf einer Mod-Seite verlinkt. Ihr könnt also sowohl den Bagger als auch die Straßenschilder als auch hier den Muldenkipper, den wir gleich noch holen werden, selbst bedienen, selbst spielen. Das sind keine privaten Mods, das ist ein bisschen ein Unterschied, also zumindest in dieser Folge ist ein bisschen ein Unterschied zum LS17. Das waren ja zum Großteil dann doch private Mods, was ein bisschen ärgerlich für viele war. Das sieht hier anders aus, kann man öffentlich downloaden und jeder, der immer mal Baustellenmods nutzen wollte, wird da auf seine Kosten kommen. So, das hier, das ist die Straße und diesen Schotter hier, den sollen wir abtragen. Der wurde hier sicherlich temporär irgendwie aufgetragen, um... ja, das erstmal zu fixen. Jetzt soll da vermutlich Teer rein oder drauf, beziehungsweise Asphalt drauf. Und deswegen muss der Schotter weg. Und dafür werden wir jetzt sorgen. Können uns hier schon mal eine Schaufel nehmen. So. Wir sehen, ganz viel schaffen wir hier nicht, kriegen wir hier nicht rein. Und dann fahren wir jetzt mal mit dem Scania hinterher. Und können das dann ganz bequem direkt reinladen. Müssen das also gar nicht irgendwo zwischenlagern oder so, sondern können das ganz bequem reinheben. Es gibt ja immer so ein bisschen die Diskussion, ob man im Landwirtschaftssimulator tatsächlich Baustellen-Sachen spielen und zeigen sollte oder nicht. Ich bin der Meinung, man kann das guten Gewissens machen. Wenn ihr da ähnlicher Meinung seid, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber für all diejenigen, die lieber Landwirtschaft im Landwirtschaftssimulator sehen wollen, für diejenigen gibt es ja ein großartiges Angebot hier auf dem Kanal. Also wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal bei den anderen Videos vorbeischauen. Und für den wird dieses Baustellenprojekt dann vermutlich nicht sein. Ich finde das immer klasse, zumal sich das ja hier anbietet. Das ist ja auch sinnvoll. Bei Feuerwehrmods finde ich das manchmal nicht ganz so sinnvoll, weil es da einfach viele Dinge nicht gibt, die wichtig sind für eine Feuerwehrsimulation. Aber hier, finde ich, kann man das schon mal ganz gut machen. So, dann fahren wir mal hier rechts auf diese Erde. Hier wurden offensichtlich auch Rohre ausgelegt, wenn ich das richtig sehe, ne? Na gut, ich weiß nicht ganz, was hier passiert ist. Wann euch das Format übrigens gefällt, wenn ihr davon weitere Folgen sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ich werde dieses Projekt sehr, sehr unregelmäßig nur online stellen. Nämlich nur dann, wenn es auch was zu zeigen gibt, weil ich möchte es nicht so auf Krampf dann immer hochladen. Nur, wenn ich tatsächlich mal wieder ein paar coole Mods gefunden habe. So. Und das funktioniert hervorragend. So soll das sein. Wir können das auch ein bisschen schneller entleeren. So macht das doch Spaß.
So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die nächste. Muss ich natürlich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich kann euch jetzt auch kurz sagen, warum das durchaus sinnvoll ist. Machen wir es mal so. Es fehlt noch dieses Geklappere mit der, der Schaufel. Das macht unglaublich viel Lärm. So, okay. So. So, man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen und das Handling ist bei einem Radlader natürlich wesentlich einfacher. Trotzdem ist es sinnvoll, weil der Radlader nämlich nicht so flexibel ist. Also wir könnten das nicht so einfach hier reinkippen, wie das jetzt hier geht. Wir können ja hier einfach den Mobilbagger zur Seite neigen und dann, zack, kann man überladen. Das geht bei dem Radlader nicht. Der hat da einen relativ eingeschränkten Radius, was es angeht, und deswegen ist das schon sinnvoll, das hier mit einem Mobilbagger zu machen. Oder ich weiß nicht, was der Fachausdruck dafür ist. Ich kenne das nur als Liebherr-Mobilbagger. So, aber wirklich ein schönes Modell. Tipptopp. So, auch das wird einmal übergeladen. Und so kann man das jetzt noch eine ganze Zeit weitermachen. Ich weiß gar nicht, wie groß das Füllvolumen ist hier. Oh, ordentlich. Oh, müssen wir noch ein bisschen schaufeln, bis wir rüberfahren. Aber ich würde sagen, wir machen innerhalb dieser Folge auf jeden Fall noch die erste Ladung hier voll. Dann werde ich bis zur nächsten Folge das weiter ausgraben hier. Also weiter das ganze Material entfernen. Und in der nächsten Folge werden wir dann neues Material hier reinfüllen. Das ist nämlich besonders an dieser Map. Hier kommen einige Materialien mit. Unter anderem Teer oder sowas. Also auf jeden Fall Erde ist, glaube ich, auch dabei. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Materialien. Hier dieser Mist. Diese Schottersteine sind auch mit dabei. Also man kann sich hier, man hat hier freie Wahl sozusagen zwischen ganz unterschiedlichen Materialien. So, okay. So langsam wird das doch was, aber wir müssen sorgfältig arbeiten, denn es sollen natürlich später keine Rückstände sein. Mal gucken, ob wir das hier auch rausgekratzt bekommen. Ich finde Baustellensachen immer cool und ich habe auch ein bisschen überlegt, ob man das tatsächlich machen soll oder ob man dann doch erst noch warten soll, bis mal wieder eine richtige Bausimulation erscheint. Aber ich habe das Gefühl, das dauert ewig. Ja, ich warte auf einen richtig guten Bausimulator, aber da wartet man irgendwie im Moment vergebens. Nichts angekündigt, nichts kommt raus. So, ich habe mal hier ein bisschen weiter gemacht und ihr seht, es ist auch einigermaßen sauber ausgenommen. Da vorne an der Lücke müsste ich, glaube ich, oder an diesem Ende müsste ich, glaube ich, nochmal mit einer anderen Strategie, also von der anderen Seite anrücken. Aber ich glaube, so funktioniert es auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt müssen wir noch so ein, zwei Ladungen da reinfüllen und dann ist die Mulde auch voll und dann haben wir erstmal unsere erste Ladung, die wir da mitnehmen können. So. Okay, und dann denke ich jetzt noch eine Ladung, müssen wir gleich mal gucken, aber dann können wir rüberfahren und das Ganze abladen und dann fahren wir natürlich wieder zurück. Ihr kennt es. So, okay, aber es macht wirklich Spaß mit diesem Mobilbagger hier zu arbeiten, zumal ich nicht weiß, ob es den schon im LS17 gab, aber ich habe den noch nie gespielt. Ich glaube, ich glaube sogar genau dieses Modell mal im Bausimulator habe ich das mal ausprobiert. Das war auf jeden Fall ganz spannend damals. Kam, glaube ich, damals als DLC. So, jetzt gucken wir mal. Ist voll. Okay. Dann würde ich doch sagen, stellen wir den hier ab. Machen den Motor aus. So. Okay. Und dann würde ich sagen, starten wir hier den Motor und fahren zurück zum Hof. Zum Betriebshof. So, da muss der Rasen mal hier dran glauben.
Da das hier in der Ecke ist, dachte ich, sperre ich das schon relativ frühzeitig ab, sodass die Leute schon wissen, aha, hier wird es ein bisschen enger, weil es hier tatsächlich sehr, sehr eng wird. Also können wir uns das mal anschauen. Wir kommen hier zwar jetzt gerade noch so rum, aber die Straße kann ja nicht komplett benutzt werden. Also man muss hier ein bisschen auf den Shadow ausweichen, hier rechts. Und deswegen dachte ich mir, kündige ich das schon mal frühzeitig an. Ein bisschen Absperrung ist hier schon auf dieser Map verbaut worden. Also das, was wir jetzt eben direkt an der Baustelle gesehen haben. Aber ein bisschen was habe ich hier halt auch nochmal ergänzt. So, gut. Dann würde ich sagen, aber Sicherheit ist ja das A und O. So, dann würde ich sagen, werden wir das jetzt hier abladen. Warten wir einmal, bis sich das Tor öffnet. Okay. Und dann wird das Ganze hier vorne eingelagert. Hier in einer der Boxen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die, die jetzt am bequemsten zu erreichen ist. Die Spiegel sind halt im LS echt unbenutzbar, ne? Also das ist immer ein bisschen schade. Ist im Euro Truck Simulator immer ein bisschen besser gelöst. So, gut, dann würde ich sagen, wird das hier reingezimmert. Zup. Und dann können wir das bei einem anderen Einsatz mal verwenden, weil es ist ja gutes Material, was wir hier haben. Das müssen wir jetzt nicht irgendwie wegbringen. Aber im Moment können wir es eben auch nicht gebrauchen, sodass es, glaube ich, am sinnvollsten ist, das Ganze jetzt erstmal hier in der Box zu verstauen und dann zurückzufahren, um wieder weiter zu baggern und um die Straße da ready zu machen für die Asphaltierungsarbeiten oder ähnliche Dinge, die dann da noch passieren können. War das falsch gefahren hier? Wir haben da vorne auch noch Silos, so wenn ich es richtig sehe. Also die Map bietet schon einiges. Ich kann euch das auch mal kurz auf der Karte zeigen. Die ist nicht groß, aber sie hat relativ viel und ist eben auch relativ abwechslungsreich. Es gibt auch einen kleinen Forstbereich. Wer sich also für Forst interessiert, kommt hier auch auf seine Kosten. Wer sich für Baudinge interessiert, kommt auch auf seine Kosten. Ganz wichtig ist allerdings, um alle Baufunktionen nutzen zu können, müsst ihr auf jeden Fall extra Einträge, das ist auch in der README-Datei beschrieben, wie das geht, am Spiel vornehmen. Da müsst ihr allerdings einfach die README lesen. Ich glaube, das ist nur verwirrender, wenn ich das jetzt erkläre. Sind im Prinzip nur zwei Klicks, aber ist nicht ganz einfach, die Modifikation, also nicht ganz so einfach wie bei anderen, diese Modifikation hier zu installieren. Deswegen guckt euch, lest euch das gut durch, bevor ihr es installiert. So, dann würde ich sagen, füllen wir noch mal ein bisschen was rein und sehen uns das noch mal an. Vielleicht kriegst du ja auch da vorne noch mal. Ich versuche das mal hier vorne rauszulöffeln. Es gibt übrigens auch verschiedene Schaufeln für diesen Bagger. Ich habe jetzt einfach mal die genommen, weil mir das am sinnvollsten erschien. Es gibt aber auch wesentlich schmalere, die dann vermutlich auch ein kleineres Volumen haben. So, kann das erstmal wieder abgeladen werden und dann können wir mal mit einer leeren Schaufel da vorne hinfahren. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie da rausbekommen. Ja, diese harten Kanten. Müssen die Reifen einiges aushalten von so einem Mobilbagger. Wir können uns übrigens auch aufstellen, beziehungsweise wir können dieses Schild hier unten senken. Das geht durchaus. Ist aber, glaube ich, jetzt im Moment nicht sinnvoll, weil wir uns ja immer bewegen. So, das müsste ja hier sein. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich öffne mal die ganze Vorrichtung und dann fahren wir mal ein bisschen zurück. So. Ah, siehe da. So, alles klar. Haben wir das nämlich auch geschafft. Dann können wir eigentlich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Dann können wir nämlich in Zukunft auch dann haben wir das nämlich auch vernünftig abgeschlossen hier, diese Kante, und haben dann nicht noch ein bisschen Material in Zukunft liegen. So, gut. Aber es ist wirklich, also es ist, der Mobilbagger passt hier gerade so rein, ne? Also es ist wirklich eng hier in dieser Fahrspur. Es ist eine sehr enge Straße, fällt mir gerade mal auf. Also offensichtlich nur für kleine Fahrzeuge gemacht, nicht für Nutzfahrzeuge wie den Bagger oder einen LKW. So. Das Ganze in der Innenperspektive kann man zwar auch machen, ist aber wirklich, also ich finde es noch schwieriger, weil man dann sehr schwierig nur sieht,
wie man das alles überzuladen hat und ob die Schaufel richtig geschlossen ist. Ja. Okay. Also es geht durchaus, ne? Aber ich finde es in der Außenperspektive doch wesentlich einfacher. Gut, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was wollt ihr hier noch so sehen? Also, gibt es irgendwelche Dinge, die euch sehr interessieren würde? Kennt ihr irgendwelche interessanten Mods, die ihr gerne hier in diesem Projekt sehen würdet oder würdet, wo ihr sagen würdet, das würde doch gut passen? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt, was euch interessiert und ob ihr selbst ausprobiert habt, hier diese Baustellenmodifikation. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann auch in der nächsten Folge wieder sehen würden. Das war es soweit von dieser Folge. Wenn ihr es selbst spielen wollt, schaut in die Videobeschreibung, da habe ich euch dann die Mods auch verlinkt. Und jetzt werde ich noch eine Schaufel hier schnell ab. So, okay, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.